logistisches Militärfahrzeug mit 320 PS starkem Dieselmotor. Ideal abgestuftes Schaltgetriebe mit Wandelschaltkupplung und Retarder. Gesamtgewicht 22 Tonnen. Höchstgeschwindigkeit 87 km pro Stunde. Sämtliche Bauteile des Saurer D320 MF6x6 sind für den harten Einsatz in unwegsamem Gelände konzipiert. Die Federung, wahlweise Blatt- oder Spiralfedern mit Hydraulikstoßdämpfern. Beide Federsysteme zeichnen sich durch progressive Federwirkung aus. Große Bauchfreiheit. Die U-Profil-Rahmenlängsträger sind mit verbindungssteifen Rohrtraversen verbunden. Eine optimale Auslegung für ein echtes Militärgeländefahrzeug. Stabil in der Schräglage. Auch extremsten Geländeschwierigkeiten ist der Saurer D320 MF6x6 gewachsen. Bei ungenügender Adhäsion kommt die eingebaute Hydroseilwinde zum Einsatz. Zugkraft 10.000 Kilopond bei einfachem Zug und 20.000 Kilopond mit Umlenkrolle. Kraftvoll im Selbstzug. Zuverlässig in der Bergung schwerer Fahrzeuge und Ausrüstung. Hervorragende Wendigkeit. Leichtgängige Lenkung. Radeinschlagwinkel 45 Grad. Ausgezeichnete Wartfähigkeit. Der Saurer D320 MF6x6 durchquert Wassertiefen bis zu 1,15 Meter. Steigfähigkeit bis zur Adhäsionsgrenze. Der Saurer D320 MF6x6 für schwersten Einsatz bei schwierigsten Geländebedingungen. Konstruiert mit der jahrzehntelangen Erfahrung von Saurer im Bau schwerer Militärfahrzeuge. Militärfahrzeug mit 1 respektive 132 Kilowatt Dieselmotor, 6-stufigem vollsynchronisiertem Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 19 Tonnen bis 45 Tonnen Anhängelast. Maximale Nenngeschwindigkeit auf normaler Straße nur mit Hinterradantrieb 80 Kilometer pro Stunde. Untersetzter Geländegang und zugeschalteter Vorderradantrieb mit 6 Schaltstufen für schweres Gelände.
Der D-180 4x4 ist allen Geländeschwierigkeiten gewachsen. Die spezielle Anhängerkupplung eignet sich für alle militärischen Zuglasten. Trotz schwersten Anhängerlasten bleibt die Geländegängigkeit ausgezeichnet. Die einschaltbaren Differentialsperren verhindern das Durchdrehen der Räder und erhöhen die Traktion. Sämtliche Bauteile sind für hohe Geschwindigkeiten in unwegsamen Gebieten ausgelegt. Die Federung besteht aus halbelliptischen Blattfedern und Zusatzfederelementen. Diese Kombination zeichnet sich durch progressive Federungswirkung aus. Die schwere Bodenschläge dämpft. Dadurch sind Fahrer und Ladung vor schädigenden Erschütterungen weitgehend geschützt. Die verdrehweichen Rahmenlängsträger sind mit verdrehsteifen Rohrtraversen verbunden. Eine optimale Geländeauslegung. Die außerordentliche Wendigkeit des D-180 4x4, auch bei hohen Geschwindigkeiten und schwierigster Bodenbeschaffenheit, ist begründet durch die leichtgängige Servolenkung, den außergewöhnlich großen Radeinschlag bis 45 Grad, und durch den günstigen Radstand. Das Fahrzeug bewältigt mit 5 Tonnen Zuladung und günstigem Untergrund Steigungen bis zu 71%. Zur Überwindung noch größerer Steigungen oder bei ungenügender Adhäsion kommt die eingebaute Seite zum Einsatz. Mit der Zugkraft von 6000 Kilopond bei einfachem Zug oder 12000 Kilopond bei Anwendung der Umlenkrolle können auch schwerere Fahrzeuge und Ausrüstungen geborgen werden. Der außerordentlichen Geländegängigkeit des D-180 4x4 entspricht eine ebenso gute Wartfähigkeit. Rohrungen können Wassertiefen bis zu 1,1 Meter durchquert werden. Der D-180 4x4 wurde für schwersten Einsatz bei schwierigsten Geländebedingungen konstruiert und gebaut. Der D-180 4x4 vereinigt die jahrzehntelange Erfahrung des Hauses Saurer im Bau von schweren Militärfahrzeugen.